Jeden Morgen bringt Micaela Ervantes ihre Kinder Marilyn und Franklin in die Kita, bevor sie sich mit Baby Andy auf den Weg zur Arbeit im Kaffeefeld macht. Das ist neu für sie, denn diese Kita gibt es erst seit 4 Wochen. Jetzt können sie und ihr Mann José sich ganz auf ihre Arbeit konzentrieren, während ihre Kinder spielen und lernen. Was uns normal erscheint, ist in Guatemala eine Seltenheit. Südlich von Mexiko liegt Guatemala. In der atemberaubenden, oft mystisch anmutenden Gebirgslandschaft von Huehuetenango wird seit 1870 Kaffee angebaut. Aus diesen fruchtbaren Gebieten bezieht Chibo schon seit langer Zeit einen besonders qualitätsvollen Hochland-Arabica-Kaffee. Es ist unser Ziel bei Chibo, auch 100% unserer eingekauften Kaffees aus nachhaltigen Quellen beziehen zu können. Und wir haben diese kleine Farm beispielsweise El Recuerdo mit unterstützt bei der Erreichung ihrer Zertifizierung von Rainforest Alliance. Wir machen das auch mit anderen Farmern bereits seit 2009 und sind ganz glücklich, dass es auch wirklich gut funktioniert. Zertifizierter Kaffee bringt den Farmern höhere Preise. Sein Erfolg macht Leno Lopez stolz. Für seine Familie kann er jetzt ein neues Haus bauen, besser und komfortabler als das alte. Und für seine Kaffeepflücker endlich feste Unterkünfte. Sie sind Wanderarbeiter und kommen nur für die Zeit der Ernte. Das ist auf Guatemalas Kaffeefeldern so üblich und hat eine lange Tradition. In der Erntezeit, von Dezember bis März, ziehen viele Familien auf die Felder, um bei der Ernte eingesetzt zu werden. Ihre kleinen Kinder nehmen die Wanderarbeiter mit, denn sie können sie nicht alleine zu Hause zurücklassen. Wenn die Eltern dann frühmorgens zum Pflücken auf die Felder gehen, müssen die Kinder sie begleiten. Es gibt keine Alternativen. Das aber bringt Probleme mit sich. Die Kinder langweilen sich, oft toben sie dann herum und das kann an den steilen Hängen gefährlich werden. Vor 2 Jahren zum Beispiel haben wir auf der Nachbarfarm gepflückt. Über uns ernteten andere Arbeiter. Durch sie löste sich ein großer Stein, bestimmt 2 Zentner schwer. Der rollte den Abhang runter und um ein Haar wäre meine Tochter getroffen worden. Glücklicherweise wurde der Stein von einem unserer Körbe gebremst. Meine Tochter hätte tot sein können. Um die Kinder in ihrer Nähe zu haben und sie zu beschäftigen, lassen die Eltern die größeren Kinder oft mitpflücken. Hinzu kommt, dass es uralte Tradition ist, dass die Kinder in der Familie mithelfen. Und so wird leider häufig die Grenze überschritten zu unzulässiger Kinderarbeit. Die Position von Rainforest Alliance zur Kinderarbeit, sie ist verboten. Wenn ein Farmer gegen das Verbot verstößt, wird er nicht zertifiziert. Die Kinder dürfen aber in jedem Fall mit den Eltern aufs Feld. Das ist Tradition in Guatemala. Aber 100% alles zu kontrollieren ist unmöglich. Kinderarbeit ist ein Problem, was in vielen, vielen armen Ländern dieser Welt leider vorhanden ist. Und wir haben jetzt einen Lösungsansatz identifiziert und versuchen, diesen in der Praxis mal durchzutesten, um zu sehen, ob man den dann auch tatsächlich weiterhin ausrollen kann. Die Idee ist einfach und gut, aber auch aufwendig. Kindertagesstätten für die Kaffeefarmen während der Erntezeit. Hier können die Eltern ihre Kinder abgeben, wenn sie im Kaffeefeld arbeiten. Diesen Lösungsansatz hat Chibo zusammen mit Coffee Care für Guatemala entwickelt. Coffee Care ist die gemeinnützige Organisation von Unitrade für soziale Unternehmensverantwortung. Unitrade ist ein guatemaltekischer Kaffeeexporteur, der mit Chibo zusammenarbeitet. Chibo hat Coffee Care gebeten, einen Projektvorschlag zur Vermeidung von Kinderarbeit zu entwickeln. So hat alles angefangen. Um herauszufinden, ob die Wanderarbeiterfamilien die Kitas auch annehmen, hat eine Anthropologin eine umfangreiche Studie durchgeführt. Indigene Menschen sehen normalerweise die Welt nicht mit den gleichen Augen wie du und ich. Die meisten Kaffeepflücker gehören zum Volk der Mams,
einer indigenen Bevölkerungsgruppe, die von den Mayas abstammt. Sie sind sehr verschlossen, ausgesprochen traditionsbewusst und stehen westlichen Werten eher skeptisch gegenüber. Ich habe 20-23% der Wanderarbeiter interviewt, die zu der Zeit auf den Farmen gearbeitet haben. Ich habe alle Farmbesitzer interviewt und alle, wirklich alle, waren an dem Projekt interessiert. Es ist ein Projekt, das sich mit Gesundheit, Ernährung und Erziehung auseinandersetzt. Für die Kinder unserer Wanderarbeiter. Das alles brauchen die Kinder hier dringend. So wurden zunächst drei Kindertagesstätten errichtet. Auf La Bolsa, in El Paraíso und auf Los Arroyos. 90 Kinder werden hier ihrem Alter entsprechend von ausgebildeten Erziehern betreut. Die älteren Kinder erhalten Schulunterricht, was besonders wichtig ist, da die Erntezeit oft länger dauert als die Schulferien und die meisten Kinder dann nicht rechtzeitig zum Schulanfang wieder zu Hause sind. Vitaminreiche und vollwertige Mahlzeiten werden für die Kinder täglich frisch zubereitet. Sie gleichen Mängel ihrer sonst einseitigen Ernährung aus. Der Gesundheitszustand der Kinder wird regelmäßig von einer medizinischen Betreuerin untersucht und dokumentiert. Die Kinder, die hierher kommen, verändern sich. Sie sind jetzt viel fröhlicher. Sie spielen miteinander und werden immer selbstständiger. Ja, früher haben die Kinder geweint, weil es ihnen hier nicht gefallen hat beim Pflücken. Das ist gut, weil wir in Ruhe arbeiten können, während man sich um die Kinder kümmert. Sie sind in guten Händen dort. Sie können nicht stürzen oder hungrig sein, weil wir ihnen nicht rechtzeitig auf dem Feld was zu essen geben können. Hier kriegen sie Frühstück und Mittagessen. Ein Anfang ist gemacht, aber der Weg noch weit. Zwei Monate später. In der Chibo-Zentrale in Hamburg liegt die Auswertungsstudie der Anthropologin vor. Die Ergebnisse der Studie bestätigen definitiv, dass wir mit diesem Pilotprojekt sehr richtig liegen. Es gibt einen Bedarf für Kinderbetreuung in Guatemala. Und mit unserem kleinen Pilotprojekt konnten wir beweisen, dass das tatsächlich auch funktionieren kann. Und das macht uns glücklich, das macht uns froh. Und das ist ein Projekt, was wir lange, lange begleiten wollen. Denn wir glauben daran und sind davon überzeugt, dass solche Initiativen auch nur wirklich was bringen, wenn man sie langfristig betrachtet. Mit Leidenschaft und Freude arbeiten Coffee Care und Chibo daran, den Kindern der Wanderarbeiter einen besseren Start ins Leben zu ermöglichen.